Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja sinnlos unsere Zeit in Palmacosta verschwendet und ja, da ich keine Ahnung habe, wo ich noch überall durch die Gegend laufen kann und irgendwas suchen kann und so, deswegen, ja, voll geile Überleitung, suchen wir jetzt mal die Menschenfarm von Palmacosta, weil da müssen wir ja als nächstes hin und wenn ich jetzt noch wüsste, wie ist, dann wäre alles perfekt. Ich glaube, irgendwo hier in der Gegend. Da muss ja irgendwo hier auf dem Kontinent sein. Ist dir das? Jo. Dann, jo. Palmacosta. Sieht doch noch ein bisschen beschädigt aus. Abtrünnige. Was ist es also? Neil und die anderen kannten den Unterschied zwischen den Science und den Abtrünnigen nicht. Wir haben auf euch gewartet. Willst du damit sagen, du hast gewartet, uns hier zu treffen? Spielt das eine Rolle? Wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Beispielsweise eine gemeinsame Vorgehensweise. Unglaublich, du fandst also wirklich, dass wir dir vertrauen sollen, nach all dem, was du Leute und Colette angetan hast? Die Umstände haben sich geändert. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich den gesprochen habe. John. Kennst du den göttlichen Baum von Kaelin? Kaelin? Ist er nicht aus CDA 2? Der sagenumwobene göttliche Baum soll angeblich auf den heiligen Eben von Kaelin gestanden haben, richtig? Es ist der Baum des Lebens, der endlos Mana produziert. Okay. Ist das nicht nur ein Märchen? Der göttliche Baum von Kaelin existiert wirklich, aber der Kaelin-Krieg erschöpfte den Mana-Vorrat und der Baum starb. Und alles, was jetzt noch übrig ist, ist sein Keim in den heiligen Eben von Kaelin. Oder Kalan, was weiß ich. Der Keim des göttlichen Baums ist das letzte Siegel? Er ist bekannt als der göttliche Keim. Redest du über die Seele von Mythos? Es ist doch ein Märchen. Der göttliche Keim, die Quelle allen Manas dieser Welt, ist der Keim des göttlichen Baums. Der göttliche Keim ist für die Wiedervereinigung der beiden Welten absolut notwendig. Wiedervereinigung der beiden Welten? Ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt. Yggdrasil ist der Schöpfer der beiden Welten. Ursprünglich gab es nur eine Welt, aber Yggdrasil riss sie in zwei. Ist es für jemanden möglich, die beiden Welten zu trennen? Es war Yggdrasil möglich. Die beiden Welten haben es geschafft zu überleben, indem sie um die kleine Menge Mana konkurrierten, die aus dem göttlichen Keim sickerte. Deshalb setzt sich der Kreislauf von Aufstieg und Abstieg fort und die Auserwählte geht auf die Reise zur Erneuerung. Aber wenn der göttliche Keim wächst, wird der göttliche Baum wieder leben und der Kreislauf wird ein Ende finden. Wie können wir den göttlichen Baum wieder aufleben lassen? Der göttliche Keim ist fast tot. Wir müssen ihn einer großen Menge Mana aussetzen, um ihn zu retten. Es gibt nirgends auf dieser Welt einen solchen Mana-Vorrat. Der Stützpunkt von Krux ist Deris Kalan. Ich sage jetzt aber Kalan, weil ich glaube nicht, dass das gleiche Ort wie Kaelin aus Tales of Celia 2 ist. Deswegen gleich einfach Kalan, okay? Ja, okay, jo. Krux ist Deris Kalan, ist ein Komet aus einer gewaltigen Menge von Mana. Er schwebt im Himmel über diesem Land. Wir müssen uns nur bedienen. Wenn das wahr ist, warum erweckte Yggdrasil den göttlichen Baum nicht wieder zum Leben? Das gesamte Mana von Deris Kalan wurde Martell geopfert, um sie wieder zu erwecken. Was? Indem wir die Kraft der Kruxeskristalle verwenden, lebt die Seele Martell als Teil des göttlichen Keims weiter. Wenn Martell erwacht, wird der göttliche Keim in sie absorbiert und verschwindet. Der Umkehrschluss trifft ebenfalls zu. Um das zu verhindern, beschützt Yggdrasil den göttlichen Keim mit dem Siegel der Elementargeister. Okay. Deshalb versuchen die Abtrünnigen also, die Wiedergeburt Martell zu verhindern. Ja, wir werden den göttlichen Keim wachsen lassen. Daraus folgt, dass Martell von dem Keim absorbiert wird und dann wird der göttliche Baum von Kaelin wieder geboren. Jetzt sag ich schon wieder Kaelin. Von Kalan wieder geboren. Wenn das geschieht, werden die beiden Welten wieder eins? Das weiß ich nicht. Sicher ist nur, dass die Welt untergehen wird, falls der göttliche Keim verloren geht. Also muss Fräulein Martell ein braves Mädchen sein und verschwinden. Martell ist bereits tot. Wenn es nicht das Mana von Deris Kalan ging, wäre ihre Seele schon seit langem fort. Warum ist Yggdrasil so von Martell besessen? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir dafür sorgen, dass der göttliche Keim wächst.
Bis jetzt wurde der göttliche Keim von den Elementargeistern der verfallenen Welt beschützt. Und das, wir müssen alle von denen holen, nehme ich an. Die Mana-Konnexe. Richtig. Jetzt, da sich diese Konnexe langsam auflösen, ist der Schutz der göttlichen, des göttlichen Keims geschwächt. Da wir Pakt mit den Elementargeistern beider Welten geschlossen haben, jetzt verstehe ich, warum du mit uns kommen möchtest. Es ist wegen Shina, einer Beschwörerin. John, stehst du auf der Seite von Kruxis oder der Abtrünnigen? Ich stehe auf der Seite von Kruxis. Ich bin auch der Anführer der Abtrünnigen. Und ich bin Anführer der Abtrünnigen. Ein Doppelagent? Mit anderen Worten, ein Verräter. Wie werdet ihr euch entscheiden? Okay. Leute, wirst du ihm vertrauen? Ja, er hat offengelegt, dass er ein Verräter ist. Er stellt sich selbst in die Schlusslinie. Es hat was zu bedeuten. Ich vertraue ihm auch. Ihr wart in Richtung Rodils Farm unterwegs, richtig? Ihr wisst wirklich eine Menge darüber, was wir tun. Habt ihr einen Spion, der uns beobachtet oder so? Sag bloß. Egal. Wir müssen diese Mana-Kanone stoppen, bevor sie fertig ist. Ja, genau, das war ja ein großes Problem. Wir haben auch noch eine Rechnung mit Rodil zu begleichen. Die Systeme der Farm und der Mana-Kanone sollten miteinander verbunden sein. Es sollte euer erstes Ziel sein, den Kontrollraum zu deaktivieren. Du scheinst eine Menge über sie zu wissen. Ich mag ja immer euch, dass die beiden Soldaten da im Hintergrund noch irgendwie so kampfbereit dastehen. Das macht mich nervös. Wir haben auch einen Grund, in die Farm von Rodil einzudringen. Wir können euch zum Eingang bringen, wenn ihr wollt. Wir bilden ein Team, richtig? Natürlich, bringt uns bitte dorthin. Warum geht ihr zur Farm? Wir müssen Vorbereitungen treffen, den göttlichen Keim mit dem Mana zu beschießen. Ach, und übrigens wird das Dimensionstransfersystem der Rayards offline sein, während wir unsere Vorbereitungen treffen. Super. Du musst warten, bis wir in die Farm eingedrungen sind. Wenn ihr nach Tetala zurückgehen möchtet. Okay. Sprecht mit Botta, wenn ihr fertig seid. Den Rest muss ich dir überlassen, Botta. Verstanden. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas anderes gerade zu tun. Kannst du da rein? Nö. Okay, was ist denn hier los? Ich glaube, irgendwo gegen und der Bildschirm geht voll ab. Ja, im Moment kann ich ja nichts anderes machen, ne? Habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut, also ein bisschen flüchtig umgeschaut und ja, anscheinend gibt's nichts zu tun. Oder ich bin einfach nur zu blind dafür. Ja, machen wir einfach weiter. Seid ihr bereit? Ja, wir können los. Das, wenn ich mich nicht jetzt in der Truppe habe, aber na gut. Dann kommt mit. Können wir ihnen wirklich nur so trauen? Wir müssen hier am Mana-Reaktor arbeiten verrichten. Ach, lass mich raten, das ist diese eine Insel, ne? Wenn ihr geradeaus geht, solltet ihr auf die Farm stoßen. Okidoki. Ah, da ist noch was. Ihr habt jede Farm zerstört, in der ihr bislang wart, aber wir brauchen den Mana-Reaktor, um den göttlichen Keim wachsen zu lassen. Zerstört diese Farm bitte nicht. Hast du was gehört, Rain? Es ist ja nicht so, dass ich sie aus Spaß zerstörte. Wir müssen in den Kontrollraum gelangen, damit wir die Mana-Kanone abschalten können. Meine Eingebung sagt mir, dass es wahrscheinlich der Raum ist, der am weitesten entfernt liegt. Hier wäre das also die oberste Ebene. Ach Leute, du bist mein Held. Was? Ja, wir haben schon genug Orte wie diesen gesehen. Solche Dinge sollten also inzwischen klar sein. Ich glaube, das war Genis, oder? Ja. Hab gerade auf die Aufnahme gesehen. Wieso ein Stimme hochgekommen, Genis, was? Also dann suchen wir den Kontrollraum. Wow. Wen habe ich denn im Team? Wir sind ja noch in Ordnung, ne? So, ich habe ja, wie gesagt, noch alles so eingestellt. Das war... Ich glaube, ich muss ihn jetzt einsetzen, 50 Mal. Lightning. Okay. Spammen wir mal Lightning. So, und... Ich gehe jetzt mehr so auf die Attacken, die wir lernen können. Und Lloyd haben wir schon lange nicht mehr im Team gehabt. Deswegen würde ich sagen, den tun wir jetzt auch mal ein. Ich habe so das Gefühl, es ist ewig, seit ich den mal im Team hatte. Hallöchen, na? Erstmal ein paar aufs Maul geben.
Und ich spamme die ganze Zeit Lightning, wenn ihr nichts dagegen habt. Holy shit! Lightning, das war nichts. Ich möchte nur was gucken, ne? Wenn wir wieder Dinge sparen können. Wohl nicht so. Ich hab genug am Leben, ja. Ja, toll, er hatte gar nicht Dingens. Boah. Ein ganzes Wagen. Hier, mache den Demon Fang, Mann. So nicht. Er kann bestimmt irgendwie Double Demon Fang oder Fierce Demon Fang oder ne, Fierce Demon Fang, glaube ich, einen einzelnen Angriff hier einsetzen. Deswegen brauche ich zwei Demon Fangs. Ich muss ja irgendwo mal was verbuchen können. Oh nein. Wie die nie auf die Leute losgehen, die auf unsere Magier losgehen. Ja, muss ich uns auch halten. Gewesen, macht vielleicht sehr gute Arbeit. Aua. Ich mit einem Lightning genauso viel abziehen wie mit einem Angriff, ey. Das ist voll übel. Ja, nur 50 Mal, dann haben wir einen anderen Angriff. Spam. Sehr schön. Okay, gucken wir mal. Nein, okay, dann durch die goldene Mitte. Mein Gott, ich laufe irgendwo gegen und der Bildschirm ist so am Boden. Das glaube ich nicht normal. Ah, was? Weak Kiss? Geh weg damit. Obwohl Zellos würde das schon annehmen. Geh weg. Nein, nicht auf Palette. Lightning, oh Gott. Immer schön Lightning, immer schön Lightning. Wie oft noch? Warte, das war 50. Okay, anderer Angriff. Grave. Ach, das sind jetzt die Dinger, ne? Guardian. Hellfire. Lightspear. Hurricane Frost. Sonic Frost. Double Demon Fang. Victory Light Spear, Lightning Blade. Warum kann ich das nicht einsetzen? Ich habe doch Lightning voll auf eingesetzt jetzt. Da machen wir Air Thrust, glaube ich, oder? Ja, machen wir Air Thrust. So, das kann ein bisschen dauern. Was haben wir denn noch hier? Sonic Frost. Mal mit Hurricane Frost. Okay. Ja, du mich auch. So, hier kommen wir rein. Danke. Das sieht schon übel nach Rätsel aus. Oh, ich sehe schon. Okay, ich habe so einen Verdacht. Ich muss hier alle irgendwie aktivieren, ne? Ha, ich wusste es. Dabei bin ich noch nicht mal weitergegangen. Yeah. Sehr schön. Komm her. Muss gefeiert werden. So, mir fällt gerade auf, da ich jetzt voll auf TP drauf bin. Gerne irgendwas, was meine TP immer wieder hier auffüllt. Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Jemand anders sowas. Ich tue ja voll selten irgendwas ändern. Deswegen. Warte mal.
Also auf manuell eingestellt. Ich weiß nicht, warum ich bei Zellos jetzt so viel. Ich weiß, ich hab's jetzt gerade, aber der Einhang ist ja so nach oben, ne? Mein Gott, meine TP. Aua. Egal. Außer neu angefangen und so. So, dann gehen wir dir mal irgendwie so weit, was deine TP auf. Füllt nach und nach. Oder Tier, etwa auch gut. Oder Tier. Also nicht. Ein Drittel TP-Verbrauch oder. Ach komm, lass mal. Ja, das kann Bock halt die ganze Zeit umzuändern. Na, mach mal mit Lloyd. Ich weiß, ich hab's, aber naja. Heavy Tiger Blade. Dann haben wir hier. Sonic Sportwein haben wir schon. Sonic Frost. Was haben wir noch? Hunting Beast, Rising Falcon. Mein Gott, so viele Dinger noch. Tiger Blade, Super Sonic Frost, ja. Und Items, so. Die unheilige Rückkehr von Lloyd Irving. Oh, was hat denn? Sag mir nicht, ich muss das machen, um offiziell weiterzukommen. Boah, leck mich. Erstmal kämpfen. Das ist schon wieder so ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja. Mein Gott, unsere TP. Das kommt schon. Das gibt's doch nicht. Speicherkristall gefunden, sehr schön. Boah, ich muss halt echt machen hier. Wie blöd ist das denn? Oh. Weiß nicht. Ich glaube, das war schon falsch. Ja, ist nicht so schwer, glaube ich, aber muss man erstmal wissen. Okay, so. Dann. Hä? Muss ich ja einmal hier durch. Super. Nein, da wollte ich gar nicht nur. Wie soll ich denn das machen hier mit dem Ding? Die sind hier ein Rätsel, ne? Die haben es doch manchmal hier irgendwie. Ich muss den als letztes. Oh, ich hab's. Sehr schön. Einfach so spontan so. Hat ja geklappt. Sehr schön. So, echt in sich die Rätsel hier. So, ich kann euch mal Demon Fang hier, den anderen Demon Fang hier verbinden. Das ist auch voll. Oh, L2 habe ich jetzt gedrückt. Oh,
weil mir TP verbraucht. Der mittelt da voll ab. Nein. Überhaupt nicht gut. Muss ich wahrscheinlich die Truppe wechseln, ja, wenn ich vom Boss bin oder so. Eieiei. Okay, was haben wir dieses Mal für ein Dingen? Klärt mich auf. Es ist ein komisches Geräusch. Die Maschinen in dieser Einrichtung hallen vom Klang des Mana-Rings wieder. Ich verstehe, dieser Klang ist also eine Art Schlüssel zu diesem Ort. Ja, so eine Art habe ich mir das auch gedacht. Genau. Lass mich raten. Aufwärts. Können wir nicht weiter nach oben fahren? Soweit ich sehe, ist das der einzige Aufzug in dieser Farm. Mit anderen Worten, die Designs verwenden diesen Aufzug auch, um noch weiter nach oben zu fahren. Das wiederum heißt, dass die Lösung einfach ist. Was sollen wir tun? Nun, diese Designs können ihn für uns in Gang setzen. Mit anderen Worten, wir müssen eine Situation herbeiführen, in der sie ihn bewegen müssen. Also, wie gesagt, was sollen wir tun? Lass uns eine Störung provozieren. Zum Beispiel könnten die Gefangenen eine Revolte starten. Und dann warten wir ab, bis die Designs den Aufzug bewegen. Das ist ein gemeiner Plan. Sei still, glaubst du, wir können uns leisten, fair zu bleiben? Sie tun mir ein bisschen leid, aber lass es uns so machen. Okay. Oh, Tod. Nein, sorry. Agilität. Okay, brauche ich nicht. Vajra. Eine Karte mit dem Bild von Vajra. Okay, wer ist dieser Vajra? Was hat er gemacht, um eine Karte zu verdienen? Wow. So, Hallöchen. Na? Heiliger Stab. Ja, schon, ich finde halt immer so toll, wenn ich was Neues finde hier. Na? Die Science können den Aufzug in Betrieb setzen. Bitte lass mich frei. Okay. Also, wir stehen hier. Den hier. Den hier. Der. Okay, das war einfach. Ja, wir tun ja die ganzen Gefangenen immer frei, stimmt ja. Was? Du hast also die Flucht organisiert? Autsch! So, beim Sterben sitzt sie irgendwie im Rhythmus. Es hat geklappt, Leute. Wir sollten jetzt besser ganz schnell mit dem Aufzug in die oberste Etage fahren. Ja, aber... Wo sind die Typen? Hier. Frei, wir sind endlich frei. Ihr seht alle gleich aus, danke. Ich möchte euch danken. Wenn ihr es nach draußen schafft, treffen wir uns an der Oberfläche. Okay. Na gut. Wir sehen noch nicht, was das mit dem Ring jetzt sollte. Alles klar. Aufwärts. Nochmal das gleiche. Nö. Was ist das? Okay, danke. Mein Gott. Wer konstruiert solche Sachen? Ich weiß nicht, Videospiel. Ich meine, so allgemein. Wie kommen die auf die Idee, sowas hier zu bauen? Ah, oh, nicht dieses Geräusch. Warte mal, was? Ah, ich verstehe. Dieses Ding sagt mir, in welche Richtung, ne? Warte mal, lass mich mal dahin. Weiter geradeaus. Nein. 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 Was ist da?
Na super. Okay, da unten ist aber nichts. Okay, das Ding sagt mir, ich muss nach links oder rechts gehen. Da, wo der Blitz ist, denke ich mal, soll ich lieber nicht hingehen. Ah, nicht dieses Geräusch. Okay, clever. Ich glaube, ich muss ja hier lang, ne? Und dann hier lang. Ah! Was haben wir da? Nix! Aha! Okay, auch nicht schlecht. Aber wer baut so was? Das ist immer normal. Oh, perfekt. Was für eine Ausbildung man machen muss, um mir solche Konstruktionen zu verstehen, ey. Komplexer geht's nicht, ne? Muss einfach mal wissen, was passiert. Ah! Okay. So viel dazu. Komme ich denn da rechts hin? War das gut? Jo. Weil ich gehe mal hier hoch. Alter. War das gut? Au. Okay, das hat nichts gemacht. Weh, ich kann doch nicht sterben. Fuck! Muss ich wieder runterfallen? Ah. Nein, boah. Ah, nein, nicht runter. Nein. Wie will ich den ganzen Weg zurück? Umdrehen. Alter, ich komme immer weiter nach unten. Ich war doch schon. Ich war doch schon da ganz. Gott, ist das blöd. Gut, dann nochmal, weil zweimal ist ja voll geil. Mal gehe ich nach links. Was passiert, wenn ich nach links gehe? Wahrscheinlich eine richtig blöde Idee, aber egal. Super. Aber Gott sei Dank, wenn er jetzt nach links gefahren wäre, ne? Ich stell mir gerade so vor, wie so ein paar Arbeiter hier durch die Gegend laufen und voll einen an der Waffe kriegen, wenn sie versuchen, irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Au. Einfach geradeaus. Hier war doch, glaube ich, schon richtig. Glaube ich. Nö. Ja, das sie sagt das. Das heißt. Boah, wo muss ich denn jetzt lang? Was? Nein. Boah. Nein. Boah. So, hier ist, glaube ich, richtig. Glaube ich. Ja, noch eine höher. Mein Gott, ist das blöd. Das ist immer auf der Etage, wo wir, glaube ich, gleich am Ende sind. Ja, jetzt gehen wir den einen Schlag, müssen wir, glaube ich, auch. Dann sind wir endlich oben, glaube ich. Nö. Oh, wir sind auch alle gelähmt. Leck mich. Ich möchte einen Speicherpunkt, danke. So, jetzt muss ich mich hier gegen Ding jetzt auch noch heilen erstmal. Dispel. Wieso kann ich das nicht benutzen?
So, Na gut, so. Das war lustig. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.